Freue ich mich, hier heute aus zwei meiner Bücher lesen zu dürfen. Zum einen aus dem 2020 erschienenen Sammelband auf Dichterspuren, literarische Annäherungen. Zum anderen aus dem Roman Der fremde Archivar aus dem Jahr 2022. Zum Thema Stille habe ich jeweils zwei Passagen ausgewählt, mit unterschiedlichen Aspekten der Stille. Viel mehr Aspekte zeigt uns Herr Dr. Lange in dieser Ausstellung. Der Band auf Dichterspuren, literarische Annäherung, versammelt insgesamt 104 Beiträge über 52 Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus unterschiedlichen Ländern und Jahrhunderten, formal orientiert am Alphabet, sodass sich von einem Dichter-ABC sprechen lässt. Die Illustrationen des Künstlers Dennis Moore bereichern die bibliophile Ausgabe. Der erste der vier Aspekte, Stille als Schweigen. Das ist aus einem Beitrag über Ilse Eichinger, diese österreichische Schriftstellerin, 1921 geboren, 2016 gestorben. Es war ihr Ziel, Worte vor der Entstellung zum Geschwätz zu bewahren. Hinter ihrer überraschenden Aussage steht die Überzeugung eines besonderen Verhältnisses von Schreiben und Schweigen, von Sprechen und Stille. Der Verfasser dieser Zeilen hat einmal notiert, Stille und Schweigen seien der Nährboden nützlicher Worte. Und Worte reinigen sich im Tauchbad des Schweigens. So können sie frisch und unverbraucht neu hervortreten. In Ilse Eichingers Buch Kleist, Moos, Fasane aus dem Jahr 1987 drückt sie dieses Verhältnis zwischen Stille und Äußerungen so aus. Um wieder notwendig zu werden, müssen sie, die Wörter, ihre Lautlosigkeit zurückgewinnen, aus der sie notwendig entstanden. Die Erfahrung der schöpferischen Kraft des Schweigens dürfte sie zu ihrer bündigen Äußerung alles in einem Satz geführt haben. Wir müssten, sagt sie 1996, genau hinschauen und lange hinschauen, bevor wir schreiben und reden. Lapidar bemerkt sie, ich kann mich nicht einfach hinsetzen um 8 Uhr früh und denken, jetzt schreibe ich. Das war der Aspekt Stille als Schreiben. Jetzt kommt der Aspekt Stille als Nachtstille. Das ist aus einem Beitrag in diesem Band auf Dichterspuren, literarische Annäherung über Caroline von Günderrode, die 1780 in Karlsruhe geboren wurde und durch Suizid 1806 in Winkel am Rhein starb. Ich lese ein Gedicht von ihr vor mit dem Titel Der Kuss im Traume. Den Hintergrund des Gedichtes bildet ihre unglückliche Liebe zu Friedrich Karl von Savigny, der später ein bedeutender Rechtsgelehrter wurde. Der Kuss im Traume. Es hat ein Kuss mir Leben eingehaucht, gestillet meines Busens tiefstes Schmachten. Komm, Dunkelheit, mich traulich zu umnachten, dass neue Wonnen meine Lippen saugt. In Träume war solch Leben eingetaucht, drum leb ich
ewig Träume zu betrachten, kann aller andern Freuden Glanz verachten, weil nur die Nacht so süßen Balsam haucht. Der Tag ist karg an Liebe süßen Wonnen, es schmerzt mich seines Lichtes eitles Prangen und mich verzehren seiner Sonne Gluten. Drum birg dich aug dem Glanze irdscher Sonnen, hüll dich in Nacht, sie stillet dein Verlangen und heilt den Schmerz wie Lethes kühle Fluten. Der dritte Aspekt, Stille als Morgenstille, das ist jetzt aus dem Roman Der fremde Archivar. Es war das Jahr, das erste Jahr der großen Seuche. In der mondhellen Morgenfrühe des Neujahrstages machte Achim seine Lauf- und Gymnastikübungen. Das Thermometer stand wie öfter in der Vergangenheit um diese Jahreszeit einige Grade über Null. Er war seiner Gewohnheit gemäß leise das Treppenhaus hinuntergestiegen, wollte die übrigen Bewohner, die zu dieser frühen Stunde bestimmt noch schliefen und sich von der nächtlichen Silvesterwache erholten, nicht stören. Zugleich vermittelte ihm die Stille beim Herabgehen jedes Mal das Gefühl, dass der Morgen ihm gehöre, ihm allein. Diese Tageszeit kam seiner Natur entgegen. Sie ließ ihn seine Vereinzelung spüren. Und der letzte Aspekt, Stille als Abgeschiedenheit. Da ist Achim, der Protagonist, der eigentlich nicht religiös ist, als Gast in einem Kloster. Trotz seiner Einstellung zum Glauben sah er sich vor seinem inneren Auge selbst auch als Monachos allein stehend, wie der Ursprung des Wortes Mönch im Griechischen lautet. Innerhalb der klösterlichen Umfassungsmauern hüllte ihn wohltuende Stille ein, spürte er so etwas wie bei sich selber sein, ein zur Ruhe kommen. Die dicke Klostermauer trennte nicht, wie oberflächlich gesagt wird, die Ordensleute von der Welt. Denn im Kloster ging es, wie sollte es anders sein, durchaus weltlich zu. Aber sie, die Klostermauer, schied der Idee nach innen und außen und entsprach damit der unsichtbaren Mauer, die er, Achim, um sich errichtet hatte. Auch er wollte ja abgeschieden von der Wirklichkeit sein, in der die anderen lebten, wollte für sich sein. Ich danke Ihnen.